Ja, moin zusammen. Ich habe heute eine Sendung gesehen, fand ich ganz interessant. Tichys Ausblick, und da war Professor Fahrenholt, ehemaliger Umweltsenator Hamburgs, SPD-Mitglied und Energieexperte. Und ich fand seine Aussagen ganz interessant. Da ging es halt unter anderem auch um Fracking-Gas. Er hat das genauso bestätigt, wie ich es auch immer sage, dass wir in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt für 30 Jahre Gasvorkommen hätten. Die müsste man ja nicht voll ausschöpfen. Er hat aber auch dann ganz klar dort gesagt, dass man halt nachhaltig fracken kann heutzutage, ohne chemische Zusätze, sondern wirklich mit feinem Sand und Wasser. Das würde ausreichen. Und es geht mir nicht darum, dass wir hier alles ausbeuten. Es geht da darum, dass wir endlich unsere Autarkie hier herstellen. Und das würde halt gehen, natürlich nicht heute und natürlich auch nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Und wenn man auch hört, dass Robert Habeck in der ganzen Welt rumgefahren ist, ob es bei den Kataris war oder bei den Israelis war, die alle auch Hilfe angeboten haben, wie er auch in der Sendung bestätigt hat, schaut unbedingt mal rein, finde ich sehr interessant. Und er gesagt hat, ich brauche nur für 2, 3 Jahre Gas, das reicht, weil danach sind wir klimaneutral. Wo ich immer denke, wie kommt dieser Mann da drauf? Und wir als viertgrößte Industrienation der Welt, die energiehungrig ist, das ist einfach so. Unser ganzer Wohlstand fußt darauf. Und hört mal bitte rein, was er dann dazu sagt. Ich finde es immer interessant, wenn man anderen Leuten auch mal zuhört, die wirklich Ahnung haben. Und das ist der Treiber. Es wird jeden Tag so viel Angst gemacht, dass wir aus dieser Angst heraus die falsche Energiepolitik machen. Da will ich nochmal nachfragen. Sie sagen, also der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Kauf von Gas blockiert, weil er es nur für 1, 2, 3, 4 Jahre haben will. Dann glaubt er an Windräder und sowas. Und deswegen kriegen wir jetzt diese Probleme. Die Franzosen investieren, die haben den Katari angeboten zu investieren, sind beteiligt bei der Erschließung neuer Felder, kriegen dann auch was, und zwar auf lange Sicht. Das können Sie nachlesen. Du musst Langjahresverträge machen, damit überhaupt investiert wird in die Erschließung neuer Kapazitäten. Das baut sich doch nicht von alleine auf. Also dieser Mann ruiniert das Land. Sagen wir es mal so, ist das zugespitzt? Ich sage ja. Ja. Wer so Das ist nicht die Lösung, ist, sondern das zu Problem. sagen, einem israelischen Energieminister, in 7 Jahren brauchen wir kein Gas mehr. Und den Kataris zu sagen, also wenn ihr mir nicht kurzfristig hört, dann nach Preußen. Sie müssen ja sehen, sein Staatssekretär hat erklärt, dass die Gasleitungen in den Städten jetzt rausgerissen werden sollen. Das ist doch verrückt. Ja, wir haben also in jeder Stadt, in jeder Straße ist eine Gasleitung, die versorgt die Bäckereien, die versorgen unsere Wohnung. Und dann sagt dieser Staatssekretär, 2045 gibt es gar kein Gas mehr. Das ist dann weg. Das wollen wir nicht mehr. Und deswegen könnt ihr schon mal anfangen, Stadtwerke. Macht mal eine Planung, wie ihr diese Gasleitung rausreißt. Und er ist nicht zur Ordnung gerufen. So einen Mann würde ich sofort rausschmeißen. Und jetzt schauen wir nochmal bei Jennifer Morgan rein. Jennifer Morgan, ihr werdet euch erinnern, ist die ehemalige Greenpeace-Chefin worldwide, die jetzt bei Frau Baerbock im Ministerium mit B11, also schlappen 15.000 Euro monatlichen Einkommen, abgespeist wird. Und wir hören mal rein, was die so zur aktuellen Lage sagt. Wir unsere erneuerbaren Ziele erhöhen 80% im Stromsektor bis 2030. Wir haben eigentlich sehr viel Glaubwürdigkeit. Wir erhöhen unsere Energieeffizienz. Und wir müssen kurzfristig in diese schreckliche Kriegssituation dann gucken, okay, wie kommen wir durch, sodass wir genug Gasreserve haben. Die Länder verstehen das, Ist mein Eindruck. Ich auch. Mein Eindruck ist, ihr habt eine Vollmeise. Und zwar erkläre ich euch jetzt noch mal ganz kurz, warum noch mal. Weil das haben anscheinend alle nicht verstanden, auch unsere Leitmedien nicht verstanden. Weil wir, und jetzt noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, schaut euch mal an, das hier, ja, das sind die Erneuerbaren, Wind und Sonne. Das sind 5,5% und keine 60 oder 70%, was ich hier ab und zu mal bei der Tagesschau auf der Homepage lese. Es geht darum, was haben wir immer dauerhaft zur Verfügung? Grundlast. Das ist immer alles, nicht verstehen die Leute. Grundlast ist zum Beispiel ein AKW, eine Biogasanlage oder auch Wasserkraft. Das ist Grundlast. Ich kann da immer drauf zugreifen. Aber auch Kohle und Gas. So, und egal, was hier Frau Morgan euch erzählen will, es ist faktisch nicht möglich. Wenn wir unseren CO2-Ausstoß auf null verringern, dann geht der CO2-Ausstoß der Welt nicht um unsere 1,8% des Weltausstoßes runter, sondern um gar nichts. Und kein Machtwort von Olaf Scholz. Ist die Gasumlage für einen verstaatlichten Konzern jetzt rechtskonform oder nicht? Bitte um eine klare Antwort. Die finanzverfassungsrechtlichen Prüfungen laufen auf Hochtouren. Es gibt keine weitere Prüfung, sie ist abgeschlossen. Ich bin ganz ehrlich, Leute.
wenn es jetzt nicht so traurig wäre, ja, und dieser verstaatliche Konzern, der das komplett unser Eigentum ist, der ja auch 5 Kohlekraftwerke in Russland besitzt, beziehungsweise wir jetzt besitzen, die halt im Moskauer Raum tatsächlich die Menschen mit Wärme beliefern und wir jetzt auch gleichzeitig AKWs besitzen, finnische, also jetzt unsere, stell dich schon mal auf ein. Abschalten ist bald angesagt, Freunde. Weil der arme Robert Habeck nur noch Millimeter entfernt ist von einem amtlichen Burnout. Die Gefahr begann, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Comedy-Sendung gelandet. Ach ja, Freunde, ich habe ja diesen Begriff Klimahysterie echt immer vermieden, aber was anderes kann es ja nicht sein. Wenn du dann solche Karikaturen hast, die allen Ernstes die Jugend aufstacheln, hier zu denken, morgen sind wir tot, wenn wir nicht sofort aufhören zu atmen. Und gerade die Doppelmoral lässt grüßen. Guck mal bei YouTube, Luise Neubauer, Reisetagebuch. Ja, schon interessant, ne? Also wer da gerade sagt, wir müssen jetzt sofort aufhören, nachdem wir schon aus einer fetten Wohlstandsblase kommt. Meine Luise Neubauers Historie ist mal ganz interessant zu lesen. Auch Frau Reemsma, ja, die ja wirklich aus der Gosse aufgestiegen sind und niemals frieren werden, niemals irgendwie hungern werden oder was gleichen. Und dann sind solche Leute auch da, die so ein 9-Euro-Ticket fordern. Da stellt man aber jetzt fest, hey, der Nahverkehr hat mit 30 Milliarden Euro Verlust gemacht. Wer zahlt dann diese ganze Scheiße? Ich denke, wenn auch diese Begriffe Sondervermögen oder so, denkt ihr, das liegt auf der Straße rum? So, Schnauze jetzt. Das liegt doch nicht irgendwo rum. Das wird erarbeitet, erwirtschaftet durch den Mittelstand, der hier gerade voll vor die Wand gefahren wird. Und wir sind nun mal ein Land, das Energie braucht. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wo sie herkommt, die Alternativen, diesen komischen Flatterstrom, von dem ihr die ganze Zeit redet, funktioniert nicht, haben wir jetzt mehrfach gesagt, Top-Leute, die besten Ökonomen des Landes sagen das. Nein, man hört nicht drauf. Im Gegenteil, man setzt einen drauf, wir müssen die Tierhaltung abschaffen. Junge Tierschützerinnen oder was auch immer das sein soll, blockieren jetzt allen Ernstes die Ammerland-Molkerei, brechen in Ställe ein und gehen in die Krankenstationen und filmen dort tatsächlich kranke und verletzte Tiere. Ja, ich kann ja auch mal ins Altenheim reingehen oder mal auf die Intensivstation gehen, da gibt es auch kranke Menschen. Wollen wir bei der Wahrheit bleiben hier. Und wenn wir hier das einstellen, glaubt ihr, dass es irgendwo besser ist? Nein, im Gegenteil. Und ich bin glücklicherweise über solche Umfragen auch mal hinterher erfreut, dass nämlich die Wahrheit, 84% der Deutschen wollen weiter Fleisch essen, 88% wollen weiterhin AKWs laufen haben, übrigens auch die meisten Grünwähler. Und da muss man sich doch mal allen Ernstes wieder fragen, Leute, was ist mit euch los, wenn man dann hier sieht, allen Ernstes, dass sogenannte Klimaaktivisten einen Tennisplatz stürmen und sich anzünden. Da kann ich nur sagen, Feuer frei.